Der erste Sieg seit 4 Spielen und Platz 2 in der Liga. Eigentlich hatte Mehmet Scholl nach dem Spiel seiner Bayern-Amateure gegen Hof allen Grund, um zufrieden zu sein. Gäbe es da nicht ein Problem, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison der kleinen Bayern zieht? Teilweise ist das Slapstick, wo man sich auf der Bank verwundert die Augen reibt. Der Bayern-Coach spricht von den Offensivproblemen seiner Mannschaft. Die ist in fast jedem Spiel deutlich spielerisch überlegen und kreiert Torchancen. Doch diese werden viel zu selten genutzt. Laut Scholl ein Einstellungsproblem. Ich meine, die Defensivspieler laufen sich die Seele aus dem Leib und vorne wird halt so ein bisschen, ja, mal gucken, oh, immerhin habe ich eine Torchance und laufe jetzt auf BVTV. Auch an der fußballerischen Basis muss gearbeitet werden. Aber es sind Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben, wenn unsere Stürmer oder offensiven Mittelfeldspieler, wenn sie einen Ball, den man frei stoppen kann, den sie nicht mit richtig in den Lauf nehmen. Das ist eine Kleinigkeit, die nicht auffällt, ist eigentlich eine Torchance. Trotz der Genesung von Stürmer Tobias Schweinsteiger und jungen Offensivkräften in den eigenen Reihen wie Patrick Weihrauch oder Marius Dunke, Scholl scheut nicht davor, eine klare Warnung an sein Team zu richten. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir diese Qualität heben. Entweder die Spieler begreifen es oder ich nehme halt andere. Sollte die Chancenverwertung also nicht besser werden, könnte der Verein im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden. Schweinsteiger, Jennings und Co. sind jetzt gewarnt.